Ach, wo ist Jason, wenn man braucht? Natürlich mal wieder nicht da. Ah, geht mal hier weiter. Wo ist der Sack damals langgelaufen? Es gibt auch keine wirklichen Hinweise. Also keine Kabel oder irgendwie sowas. Ah, er hat mich doch gleich schon wieder. Ne, den hatten wir auch schon. Oder? Ja, hatten wir schon. Wir verhalten uns ganz unauffällig. Ich hasse ihr Gärten. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Egal, geh mal hier lang. Meine Herren, das darf noch nicht angehen. Den haben wir auch schon. Kann sich nur um Stunden handeln, Leute. Also es könnte sein, dass das hier die längste Horror-Map wird. Und er hat uns mal wieder. Ach, meine Güte, nee. Wo ist dieser verkackte Schalter? Haben wir eine Map? Nee. War ja klar. Ich kann mir nur vorstellen, irgendwo mittig. Der wird ganz schön aggressiv langsam. Ja, wir haben ihn. Juhu. Jetzt muss ich den Ausgang wiederfinden. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ja. Escape the Basement. Haben wir jetzt ein Level Up? Na, noch nicht ganz. Ja, wir haben das Basement, Gott sei Dank. Und jetzt? Oh. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Ach, das ist das Ding vom Vorschaubild. Okay. Ich möchte hier rein. Ich kann doch hier durchgucken. Okay. Gehen wir mal hier lang. Oh, da sehe ich ein Easter Egg. Stärkster Held der Welt. Nummer 7. Drei brauchen wir, glaube ich, noch. Weil 10 Stück ist ja so ein Ding. In irgendeiner Form und Weise. Gott, das ey, ich krieg so Resident Evil Vibes. Pickup Key.
Wofür brauche ich denn jetzt einen Key? Ach ja, stimmt, für die eine Tür, die da war. Die da. This one. Kann ich jetzt hier rein? Unlock Door, ja. Crowbar. Okay, ist nur Tico. Dann suchen wir mal. Und wir sind Level Up. Achtung, lautes Geräusch. 115. Aber wo ist jetzt der Aufzug? Ah. Perfekt. La-da-da-di-la-da-da-da. Wenn gleich wieder irgend so ein Hampelmann da vor der Tür steht, ne? Stimmt, die Süden. Boah, meine... Was mit den Kameras? Was ist mit... Wenn die uns erwischen, sind wir dann Game Over? Mal ausprobieren. Hi. Bin ja schon weg. Und einfach nur lautes Geräusch. Ich weiß nicht, was mich jetzt mehr erschreckt hat. Oh, da habe ich doch gerade was gesehen. Isaac Nummer 8. Wir schaffen es ja diesmal alles zu finden. Aha. Was zur Hölle haben die hier gemacht? Irgendwas Gehirnforschung? Evil Within oder was? Ja, und jetzt? Das war ein rotleuchtender Knopf. Ich möchte ihn drücken. Drück. Warum geht das nicht? Dann gehe ich halt wieder. Nee, ich lasse mich nicht nochmal vor dem... Und dieser Kackkamera erwischen. Das hört sich gerade nach Serverraum an. Ja, Nummer 1. Wo ist denn Nummer 2? Ach, da hinten. Ja, aber das ist zu. Oder komme ich jetzt nicht weiter wegen... Wegen der Kamera. Hä? Was soll denn das? Ich will den Knopf drücken. Wollen mich doch verarschen jetzt. Wozu muss ich jetzt eine Strafrunde rennen? Du kriegst mich niemals! Ach Gott sei Dank, hat mich nicht gekriegt. Ich denke... Boah, meine Fresse! Room 3. Bin geisteskrank hier. Boah, geschafft. Nee. Böse Kamera. Über dieselben Bilder. Room Nummer 4. Müssen wir. Lalalala. Ah, hier. Serverraum. Stack. Nee, aber System Shutdown. Escape the Lab. Ich weiß ja nicht mal, wohin ich escapen soll. Hm. Ah, Exit. Exit ist immer gut. Exit steht für Ausgang. Intratür ist nix. Ach, du ahnst es nicht. Ach, du ahnst es ja nicht. Na, hier Schulklasse. Och, nee. Ich mag keine Schule. Ich glaube, das ist ein... Mhm. Endsystem.
einfach mal rein. Links wieder. Ich gehe jetzt mal links. Sonst gehen wir mal nach rechts, gehen wir mal nach links. Müssen uns ja auch gut umgucken. Wegen der Easter Eggs. Weil ich würde schon ganz gerne jetzt so... Hier ist nichts. Da geht man einmal in seinem Leben in die linke Richtung und... Es war mal wieder falsch. Ich überlege gerade. Das müsste jetzt mit die längste Map sein, die wir spielen. Also noch nicht ganz, wenn ich jetzt so auf die Aufnahmezeit gucke. Und zwei Parts werden sowieso Minimum. Wir gehen jetzt erstmal alles ab. Aha! Nummer 9. Sehr, sehr schönes Ding. Schönes Ding. Jetzt müssen wir aber links rum, weil von rechts kommen wir. What the fuck? Wo ist der denn hergekommen? Naja. La la la. Vielleicht sollte ich singen. Wie der Henno. Oder wie irgendwelche anderen Horror-Let's Player. Wenn sie ein Horrorspiel spielen. Aber ihr wollt mich nicht singen hören, denn das wäre wahrhaftig grausam. Ah, da geht... Ah, Moment. Da ist, glaube ich, der Ausgang. Ich höre Gezirpe. Also werden wir hier lang gehen. Erstmal, um zu gucken, ob hier noch was ist. So, Easter Egg oder irgendwie sowas. Scheint aber ein weiteres Dead End zu sein. Oh, ich sollte mich nicht so schnell umdrehen. Wer weiß, was hier sonst passiert. Du ba di 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 dam di di du da di da di da da. Ich sag doch, ihr wollt mich nicht singen hören. Der Lüftungsschacht in die Freiheit. Open. You made it outside. Hm. Easter Egg 10. A door has been unlocked in the lab. Wo war denn da? Wollen wir da jetzt nochmal gucken gehen? Ach, wir gehen einfach nochmal rein. Wir gehen jetzt einfach hier raus. Und hier ist eine Telefonzelle. Okay, ich mache jetzt nichts, ich mache nichts. Das passiert jetzt wieder automatisch. Wir müssen mal telefonieren. Und ganz wichtig, Tür zu. Oh nö! Bad End! Wieso bad? Ja, hab ich doch. Want to play the good ending? Ja! Aber bin ich hier jetzt im Lab? Oder wo bin ich? A door has been unlocked. Aber wo war denn hier bitte noch eine Tür? Gott, dieses Spiel verwirrt mich. Weil von hier aus komme ich ja nicht zurück. Oder doch? Ich will dem hier... Da ist eine Leiter. Okay, ich kann eh nicht mehr zurück.
Wir haben auf jeden Fall alle E6 gefunden. Ja, und was jetzt? Wie jetzt? Jetzt kann ich das... Ja, und jetzt? Vielleicht bei diesem Lüftungsschacht da hinten? Oder kriegen wir das gut? Können wir das gute Ende nur dann spielen, wenn wir... Das war jetzt mein Hohlkopf, der ist dagegen geknallt. Oder kriegen wir das gute Ende nur, wenn wir diese 10 Easter Eggs finden? Ich bitte um Entschuldigung. Es gibt! Ja, wir sind escaped. Und das ist jetzt wieder Automatiksequenz. Ich habe irgendwie ein ganz böses Gefühl gerade bei der Sache. Dass da oben gleich der Doktor ist. Ah, da, vor wegen gut Ende. Du wirst auf ewig hier bleiben. Ah, blablabla. I don't know. Good ending. Ja, wir haben es geschafft. Auch diese Map. Damit haben wir bis auf Haunted Horror Game alles geschafft von diesem Creator. Wie gesagt, checkt die Map auch mal aus. Könnt ihr mir reinschreiben, falls ihr die 10 habt und dann nochmal zurückgegangen seid, was dann für eine Tür aufgegangen ist. Würde mich mal interessieren. Vielleicht mache ich es gleich selber auch noch. Und lasst dem Creator, dem guten Cheetah Z oder Cheetahs, ganz viel Liebe da. Ich bin erstmal raus. Bedanke mich fürs Zusehen und sage auf Wiedersehen. Schaut.